So, salut zusammen. Ja, gestern war ja ein besonderer Vlog. Ich habe etwas ausprobiert mit meiner kleinen Kamera. Mit der SJ4000. Der hier. Das ist eine GoPro-Nachmachung. Kostet etwa 70 Franken. Macht sehr schlechten Ton, darum hat alles nur Musik. Und ja, und so Weissabgleich ist auch ziemlich schlecht. Ja, Bild ist okay, nicht mega gut, aber den Anspruch habe ich momentan auch noch nicht. Ja, heute habe ich am Morgen bin ich in die Schule gegangen mit dem Einrad und so. Und habe dann meine neue Software ausprobiert zum Film schneiden und habe gerade schnell den Vlog geschnitten. Da ist, nachdem ich gewusst, nochmal das Programm offen hatte und alles drin hatte, habe ich dann eine Viertelstunde gemacht. Das ist okay, vom Aufwand her. Viel länger dürfte es aber nicht sein. Weil dann habe ich etwa eine Viertelstunde mit Video machen, eine Viertelstunde mit Schneiden, eine Viertelstunde mit Hochladen. Ja, dann sind wir dann schon näher bei der Stunde, was nicht darf überschreiten, was ich mir gesagt habe. Ja, dann habe ich das heute Morgen geschnitten und hochgeladen und es hat auch funktioniert. Es hat, glaube ich, schon die meisten Views vor allem meine Videos. Ist ja nicht so schwierig. Aber ja. Ja, mich nimmt es wunder, was eure Meinung zu dem ist. Und wenn ihr da in die Kommentare schreiben könnt, ob das gestern cool war. Ja, und nachher, also so lange ist es nicht gegangen, habe ich noch gelernt. Für Neuroinformatik habe ich Übungen angefangen zu machen und habe gemerkt, ich kann es nicht. Ich hatte da viele so Stromsachen, die ich nicht verstehe. Ja. Dann habe ich gehofft, es wird in der Vorlesung und in der Übungsstunde besser. Dann bin ich in der Vorlesung gegangen nachher. Und da war ein guter Professor, der hat vieles von dem erklärt, von den Formeln, wie die zustande kommen und was das jetzt mit dem Neuron zu tun hat. Und ja, all die Konzepte ziemlich gut hat er sich erklärt. Er hat auch sich mehrmals wiederholt, damit man es besser versteht. Ja, ziemlich gute Vorlesung war. In dieser Vorlesung haben wir immer wieder andere Professoren, das ist jetzt glaube ich schon der dritte Professor, glaube ich. Vielleicht auch vierte. Wo wir jetzt schon hatten, in diesen 5 Vorlesungen oder so. Ja. Und der hat er eben, wie gesagt, sehr gut gemacht. Und nachher haben wir Übungsstunde gehabt. Und normalerweise bleibe ich dort nicht. Wenn ich die Übungen machen konnte, bleibe ich nicht. Und wenn ich es nicht konnte, nicht geschafft habe, dann bleibe ich. Was jetzt der Fall war. Und habe gehofft, sie erklärt die Lösung gut. Das war eine Assistentin, die die 50 erklärt hat. Sie hat aber nur die Lösung angeschrieben und die könnte ich auch runterladen. Das ist ja nicht das Problem. Ja, ein bisschen enttäuscht gewesen. Sie hat auch gesagt, ja, sie hätte nicht gewusst, dass sie das auch machen müsse und so. Und sie verspreche, das nächste Mal wird es besser. Ja, hoffen wir es. Und nachher, das ist bis um 1 gegangen am Mittag. Dann bin ich schnell ins Zentrum von der ETH gegangen. Dort die Mensa hat bis um 1:30 offen, also ich bin um 1:15 bin ich dann in der Mensa gewesen. Und habe dann noch Risotto gegessen und ja, dann wäre schon bald geschlossen gewesen, nicht die Mensa, ja. Ja, ist okay gewesen. Ich habe Reis nicht so gern. Ich probiere es jetzt aus, vielleicht kann ich mich daran gewöhnen. Ja, mal schauen. Und am Mittag dann die nächste Übungsstunde APC. Wäre am 1 gesehen und da hat er nicht gelangt, weil ich die Neuroinformatik vorlesen gegangen bin. Und dann, hat er nicht gelangt. Dann wäre die nächste Übungsstunde, die dann stattfindet, hat erst am 4 Uhr stattgefunden und ist bis um 6 Uhr gegangen. Dann habe ich noch gelernt bis um 4 Uhr, bin ziemlich vorwärts gekommen. Ich habe
Wir müssen eine Übung in etwas machen, wo 10% an die Schlussnote zählt. Und da bin ich ziemlich weit gekommen, habe da gut Job gemacht oder so. Ja. Jetzt bei der Aufgabe 3 von 4. Ja, mal schauen. Ich hoffe, ich komme da nachher dann ein bisschen schneller vorwärts. Und nachher war dann die Übungsstunde, das war gut gewesen. Ich habe aber während, ja, er hat die Übung erklärt, aber nicht die, die ich jetzt gerade mache, wie, sondern eine andere, und die habe ich gar nicht gemacht und nicht so genau angeschaut, da hat mir da gar nicht so viel genützt. Dann habe ich in dieser Zeit ein Programm installiert auf meinem Laptop und ja, ist eine neue Version rausgekommen von MATLAB und die hat nicht zu tun. Dann konnte ich einen Kollegen fragen, wann ich mal ändern muss. Und jetzt tut es. Jetzt habe ich mal wieder MATLAB, was tut. Jetzt kann ich auch Visual Computing die Übungen wieder machen. Das konnte ich aber nicht können. Ja, und nachher bin ich heim. Ja, der Zürich-Hügel ab mit dem Einrad. Ist gut gegangen, stabil. Aufwärts bin ich bis jetzt jedes Mal umgefallen, wenn ich umgefahren bin. Also ich habe es erst zweimal probiert, da bin ich ja zweimal umgefallen. Einmal. Und jetzt beim Absifahren ist es gut gegangen. Ich habe das Gefühl, es braucht auch weniger Strom. Da freut mich, dass er nicht einfach gleich viel Strom braucht abwärts. Ist nicht selbstverständlich bei dem. Und nachher bin ich heim und auf den Zug und im Mikro. Und habe dort ein bisschen Zeug gepostet und bin nachher mit dem Einrad voll und Gepäck bin ich dann wieder zurückgefahren. Und jetzt nachgegessen und jetzt morgen geht es schon wieder heimwärts. Ja. Ja. Ich hoffe, euch gefällt der Format vom Vlog auch noch ein bisschen, wo ich einfach rede. Ich wäre froh, wenn ihr ein paar Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr die könnt, in die Kommentare schreiben. Ja, und sonst freue ich mich einfach und mache irgendwie weiter, wie ich es gerade kreativ gut finde. Ja, also bis morgen.